Moin, moin, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid zur neuen Runde hier LS19. Natürlich nordfriesischem Arsch. Vierfach am Samstagnachmittag. Moin, moin. Ja, heute Abend wichtiges Bundesligaspiel für Dortmund. Wobei natürlich, wenn man auch realistisch sagen muss, in den letzten Jahren sind die Spiele in München generell immer sehr, sehr schlecht gelaufen. Also von daher macht man sich da mal keine Hoffnung. Hofft auf das Beste und ja. Hofft natürlich auch, dass keiner sich verletzt, denn wichtiger für Dortmund ist eigentlich noch das Spiel, denn nächste Woche Champions League, ne? Darauf, das werden mit Sicherheit auch die Dortmunder im Hintergrund, im Hinterkopf haben und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder eine böse Geschichte wird, wobei man natürlich auch weiß, dass Bayern derzeit auch nicht in der Form, ne, also in dieser bestechenden Form ist, also dementsprechend ist vieles möglich. Also mal schauen, heute Abend 18:30 Uhr, ne? Geht das Ganze los. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich danach noch streame. Kommt ein bisschen auf Lust und Laune drauf an. Kann sein, dass ja, kann sein, dass nicht. Ihr werdet zum Zweifel sehen, wenn ihr Bock habt. Wenn denn aber FIFA wahrscheinlich. So. Dann müssen wir erstmal schauen. Die Rübenroder, der eine ist schon am Start. Ne? Die warten jetzt hier. Das dauert ja ein bisschen. Das ist mal leider noch nicht erntereif. Ich kann gerne noch mal schauen. Ja. Das ist noch nicht erntereif. Da hat sich nichts getan. Das mal mit aktivieren, aber hier oben ist auch alles noch im Wachstum. Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Den fahren wir auch schon mal hoch zu Feld 10. Genug im Tank ist noch. Ich denke, dass wir heute den Gülle-Trailer da, den hier Schleppschlauch auch mal verteilen, also irgendwie uns ein Feld aussuchen, vielleicht das oben rechts, wo Gülle von den Kühen und Gärreste aus der BGA hinkommt. Und wenn wir jetzt mal hochrechnen, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, also ich glaube 16 Uhr könnte sein, dass wir um 16 Uhr Baumwolle ernten können. Das reicht vom Zeitfenster, wenn sich nicht auf einmal Seasons irrt und gleich kommt eine Regenschauer, dann ist es hinüber, ne? Dann ist, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber ansonsten können wir es noch schaffen. Das passt doch gerade mal gut. Gleich die nächste Ladung. Rein in die BGA. Und dann habe ich den Radler der letzten Folge noch nicht losgeschickt. Das machen wir jetzt lieber gleich dann auch nochmal. Spuren sind noch da. Nach wie vor praktisch, diese Anhänger, ne? Dass man das so abkippen kann, finde ich echt immer noch super, super praktisch. Das funktioniert echt gut. So, kannst noch eine Ladung holen, da geht ja gut was durch. 95.000, das hat aber ganz gut gepasst. Jetzt sollen wir erstmal schauen, dass der Radlader an der normalen BGA auch was tut. Ach, da hängt wieder irgendwas quer. Da hatte ich letztens auch schon gesagt, der braucht auch mal wieder einen kleinen Schluck. Da haben wir vor kurzem erst voll gemacht, die Tankstelle. Also noch, 20 noch, 10 und full. Sind hier 300 schon? Oh ja, fast. Fast. Das ist ja 4, 4. Mal gucken, ob das tatsächlich richtig war. Fast 400.000 haben wir hier schon wieder am Start.
Was? Da können wir auch schon mit arbeiten, ne? Also die ist eh noch voll hier. Hier brauchen wir gar nichts machen. Das passt schon. Dann... Precision Farming. Ja. Also 46 könnten wir machen. Oder 41. Ich tendiere erstmal irgendwie zu 41. So, ach ja, genau. Im Precision Farming Menü kann ich lange Bild rumklicken, den werde ich nicht erwischen. So, Feld 45, neuer Hof, Kühe, Gülle. Dann nehmen wir jetzt hier Feld 41. Ich glaube nicht, dass wir dafür schon einen Kurs haben. Nö, nö, haben wir nicht. Fahrzeug ist fertig mit Heu. Das ist klar, das wird nicht reichen, aber kann jetzt ja hier, was weiß ich, die 3-4 Ladungen rausholen und ja, beim nächsten Mal können wir es dann ändern. Ich weiß gar nicht, warum hier die Distanz-Einstellung schon wieder so komisch aussieht auf Entfernung. Ja, dann könnten wir ein zweites Gespann eigentlich echt noch an der BGA irgendwie losschicken, was im südlichen Teil vielleicht noch irgendwie ein Feld bedient. Müssen wir mal schauen, welches da noch rot war. Weil, ne, es ist ja kostenfrei, muss halt nur geregelt werden. Wenn es funktioniert, wenn es gut eingestellt ist, dann funktioniert es ja praktisch von alleine. Irgendwie so einen fiesen Pfeifton habe ich hier zwischendurch mal drin. Traktorgeräusch irgendwie. So nicht. Oh ja. So, auch hier werden wir jetzt mit Feld reinarbeiten, ne? Also Kurs generieren auf 41 sind wir unterwegs. Wir machen auch hier mal entspannte 3. Hier reichen 2 Vorgewände, reichen mir jetzt 10%. Wir fangen auf Feldreihen an. Wir überspringen eine Reihe, wir generieren einen Kurs. So, dann erster Wegpunkt anfangen. Das ist völlig korrekt. Wir speichern F41. Gülle 36 Meter / F. Warum auch nicht, ne? So. Dann nochmal Precision Farming. Was haben wir denn im Süden? Also den tendiere ich ja, dass wir bei 17, 18, 56 einfach nochmal was machen, oder? Ich weiß gar nicht, was kommt denn da hin nächste Saison? Vielleicht sogar Mais, oder? Das ist ja unsere Rapsinsel hier drüben. Hier war vorher Raps drauf. Ich kann natürlich auch Kartoffeln machen für die Kartoffelfabrik. Kartoffeln satt. Ich glaube, das wird Mais.
So. Ich denke schon. Wie sieht's denn hier aus? Also an sich könnte man einen großen Deutz dafür nehmen, ne? Weil wir haben noch den anderen Schleppschlauch hier stehen, meine ich. Oh, der hat nichts zu tun. Nichts zu tun ist immer blöd. Ne, der mit ordentlich Sound. Ne, das ist der leisere. Okay. Das wird nachher eine Menge Dünger auf dem Feld sparen, das ist klar. Ich würde jetzt von hier aus schon eine Ladung Gülle von den Kühen mitnehmen, da wird ja genug da sein. Wenn das dann aber umswitchen, dann muss ich halt gleich nochmal wieder gucken. Sowieso. Abholen, anliefern oder so. Ich will unbedingt, dass ich dazwischen fahre, ne? So sieht's aus. Aber die können wirklich entspannt nebenbei arbeiten. Das ist ja kein Ding. 80.000 Liter sind auch hier, das ist sehr gut. Also auffüllen soll er gleich an BGA. BGA beladen Gärreste. Und dass keine Rotierung drin ist. Siehst du, genau sowas nicht. Keine anwenden. Das werden wir mal schauen. So ist doch eher, ne? Hier oben kommt das Feld. Wir setzen an bei Feld 17. Mit Gärresten. Und wir holen das Ganze jetzt ab. Hat er gesagt, BGA. BGA beladen Gärreste. Oh. 17.18.56. Ich weiß nicht, haben wir da schon was? Ja, was haben wir denn da gemacht? Ich habe Kompost gestreut, ne, beim ersten Mal. Hier 28, 4, 29. Ich glaube, das hatte ich gemacht, weil ich den einen falsch benannt habe. Ne? Das ist 29. Übrigens 18 Meter war ja auch falsch, das war 16 Meter, habt ihr gesagt, deswegen habe ich den hier doppelt. Krass. Also gefühlt habe ich gerade vor kurzem erst die ganzen Kurse aufgeräumt, wenn ich ja jetzt schon wieder durchgucke. Kommen diese ganzen Kurse dann schon wieder her. Komisch. Also er kann sich 10 Ladung Gärreste abholen. Das ist nicht schlecht. Vielleicht reicht es nicht fürs Feld, aber es macht ja auch nichts. Und später beim Ansehen wird ja perfekt gedüngt. Aber so kann man schon mal einen ganzen Sprung loswerden, ne? So, spannen die Flügel aus. Dann machen wir das von hier aus. Federweit, Kurs generieren. 17. Zwei Vorgewände, scharf. 10%. Feld rein, eine überspringen
und generieren. Das ist nicht so einfach, das ist ein großes Feld. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen, speichern unter F. 17, 18, 56, Fülle 36 Meter, / F. So. Müsste ja hinhauen, oder? Glaube ich. Auf jeden Fall können die Güllewagen hier wieder einen guten Job machen. Mal schauen, ob sie es hinkriegen, aber eigentlich schon. Zu tun gibt es ja dann auch genug, mehr als genug. Und mal schauen, wie weit die kommen, ne? Wir können jetzt nochmal schnell gucken. Nicht abstürzen. Krasse lange Ladezeit zwischendurch mal. Den hier. Ja, er hat schon Streifen reingefahren. Jetzt ist aber auch schon wieder losgefahren, auffüllen. Ich weiß, bei sowas sollte man eigentlich mit Zubringer arbeiten, aber das habe ich immer noch nicht richtig umgesetzt, getestet und dementsprechend lasse ich das einfach so fahren. Die fahren zwar ein paar Meter mehr und das wird auch länger dauern, aber das ist nicht so schlimm. Macht nichts. Hier sieht der Boden aber auch böse ausgelaugt aus oder was. Also da müssen wir auch auf jeden Fall hier was machen. Ja, wieder zurück zum Hof oder was? Denke, ne? Erstmal. Ja. Machen wir. Gut. Dann würde ich sagen, dann soll es das für heute gewesen sein, Leute. Die beiden arbeiten, sollen so ein bisschen noch ein bisschen beobachten, dass das Ganze auch ordentlich funktioniert. Den haben wir hier stehen an der Seite. Der müsste aber eigentlich genau den nicht blockieren durch, also nicht blockieren. Ein paar Ladungen kann er sich hier abholen, auch also gut. Ja, ich glaube, kurz mal eine entspannte Zeit hier auf der Marsch. Soll es auch mal kurz geben, wobei wir finden bestimmt wieder was wir tun können in der nächsten Folge. Sprich, morgen Mittag, liebe Leute. Ich danke fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Ihr wisst, gerne Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.